Hallo Leute, es geht weiter mit The Path. Ich habe ein kleines Problem und zwar bin ich gerade ein bisschen frustriert, genervt, sauer irgendwie auf die Technik, weil ich jetzt, wie ihr seht, mit Rose schon gespielt habe, obwohl ihr das noch gar nicht gesehen habt, aufgrund dessen, weil ich eine halbe Stunde lang Rose gespielt habe, bis zum bitteren Ende und hinterher war die Datei aber irgendwie Schrott, keine Ahnung warum. Ganze Computer stürzte halb ab und ich kann mir das im Moment auch nicht erklären. Vor kurzem habe ich auch schon versucht, hier The Path aufzunehmen und dann klappte das auch nicht. Habe ich die Festplatte gewechselt, dann ging das irgendwie wieder. Jetzt geht's wieder mit der anderen und ich bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht stimmt auch irgendwas im Computer nicht oder halt einfach mit dem Aufnahmeprogramm. Ich kann das ja jetzt leider gerade nicht rückgängig machen, dass wir Rose gerade nicht mehr haben. Ich kann einfach nur, damit es mir auch überhaupt noch Freude macht, gerade einen der anderen beiden jetzt nehmen und werde dann das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen, wenn Rose halt noch dabei ist. Und Rose dann einfach nochmal machen, damit ihr halt die Story gesehen habt. Wenn ich das jetzt hier mit diesen beiden durchschaffe, dann sehen wir natürlich das Ende im Voraus, weil ich ja dann alles schon eingesammelt habe, was ging. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit Ginger. Die Reihenfolge war jetzt halt Rose, Ginger und dann die kleine Robin. Und ich werde auch gleich nochmal einen Cut machen, nur um zu prüfen, ob wenn jetzt gerade das Intro und das alles kam, ob dann auch weiter aufgenommen wurde. Und wenn das klappt, dann nehme ich ab da halt die halbe Stunde weiter auf. Beginnen wir mal mit Ginger. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Ich hoffe, es klappt jetzt und ja, viel Glück. Intro, das kennen wir ja schon. Nur, dass wir diesmal mit einem anderen Mädchen spielen werden und ich hoffe, ihr seid auch noch genauso gespannt wie ich, was es mit den anderen beiden auf sich hat. Ich weiß natürlich jetzt gerade, was mit Rose schon war. Ich werde aber nichts verraten und tun wir einfach mal so, als wäre das nicht passiert. Nehmen wir einfach mal Ginger in diesem Falle zuerst und ja, okay. Ach, jetzt kann sie sogar auf einmal mit Maus laufen. Das hatte ich vorher auch irgendwie nicht. Hä, wie merkwürdig. Okay. Hä? Auf einmal kann ich mit der Maus laufen. Das ging vorher halt, wie gesagt, nicht. Egal, ich werde das mit Tastatur machen. Daran bin ich jetzt gewöhnt. Und ich werde jetzt kurz einen Cut machen. Nehmt es mir nicht übel. Nicht, dass die Aufnahme halt wieder gerade nicht hinhaut. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, es klappt. Also bisher läuft alles gut. Und ich hoffe, das ist auch weiterhin so. Ja, wir laufen einfach mal mit Ginger los. Und ich schmeiß am liebsten das Spiel weg, wenn nach diesen 30 Minuten wieder alles hin ist. Aber ich will so jetzt mal nicht denken. Und ich war, bevor das so blöd lief, super gespannt. Bin ich auch immer noch, ja, was mit den anderen auch ist. Ich kann nur so weit verraten, Rose Geschichte war anders als die anderen und in dem Sinne sehr interessant, aber ich will euch jetzt das nicht so fusselig, also den Mund, das so schmackhaft reden oder wie man das auch nennt. Ich denke mal, sie kann hier nichts machen, weil das war ja ihre Schwester. Oh doch, sie nimmt die Flasche. Aber da passiert nichts? Oder denkt sie sich, ach, ich mach da was... Ach, sie macht da sogar was zu, das ist ja interessant. Ich habe nur eben geguckt, ob die Boxen an sind. Was? Noch ein Meisterwerk auf den Namen Ginger. Aha. Gut, dann geh mal. Du hast es ja jetzt gemacht. Und ich schätze mal, sie stellt die Flasche jetzt auch irgendwann mal wieder hin. Ja.
Sie stellt sie ab, weil jetzt brauchen wir die nicht mehr. Interessiert sie die Badewanne? Okay. Das war Rose, die wir gerade gesehen haben. Dazu verrate ich auch mal nichts. Außer, dass man sie halt gesehen hat, weil sie auch mit der Badewanne was gemacht hat. Ja. Ich finde Ginger... Haben wir sie uns eigentlich richtig mal angeguckt? So sieht unsere Ginger aus. Irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, sie läuft hier barfuß, hat so Gürtel rum, so ein bisschen auf... Auch ich mache einfach mal, wie ich will. So ein bisschen rebellisch, so ein bisschen jugendlicher. Obwohl sie halt noch so kindlich aussieht. Vielleicht soll sie aber eine Jugendliche sein. Die so ein bisschen so ihr Ding durchzieht. Was dann zu... War das Carmen? Ich will die jetzt nicht verwechseln. Die ja auch so ein bisschen extrovertierter war. Holen wir uns mal das Blümchen da vorne. Ach, wir können ja vorne noch mal den Sessel ausprobieren. Macht sie mit dem was? Nee. Nee, das ist nicht so ihrs. Dann hole ich mir die mal. Ich denke, wie gesagt, immer noch, dass die Blumen so ein bisschen wegweiser sind. Von daher folge ich denen halt auch ganz gerne eigentlich. Oder freue mich, wenn wir welche finden. Ach so, es kann übrigens sein, dass meine Stimme etwas leise ist. Problem ist, dass ich halt... Was heißt ein Problem? Es ist super. Ich habe ein neues Mikro, ich habe ein neues Mischpult. Ich gebe mir halt richtig Mühe, die Qualität irgendwie zu verbessern im möglichen Budget, was ich habe. Für euch und für mich. Aber ich musste im Moment noch immer mit den Soundeinstellungen und so rumprobieren und kriege das im Moment nicht lauter hin als dieses Spiel ist, weil ich, wie gesagt, die Tonspur bei The Path durch die Facecam nicht separat bearbeite und dann, wenn ich das jetzt noch lauter machen würde, die Stimme, dann würde es immer halt übersteuern. Also da habe ich den Dreh noch nicht raus und befasse mich halt auch voll viel mit der Technik und so. Was ist jetzt hier? Weil die Kameraperspektive hat sich hier so verändert. Ich dachte, sie... Nee, anscheinend nicht. Ja, dann lauf vorbei. Wenn dich der Baumstumpf doch nicht interessiert. Gehen wir mal nach da hinten. Sehe ich ein Blümchen. Sollte halt von der Reihenfolge eigentlich so nach, von alt nach jung gehen. Aber egal. Jetzt ist Ginger dran. Ich habe doch noch eine gesehen, genau da. Ja, wir sammeln hier irgendwie gerade mehr Blumen ein als Gegenstände, aber vielleicht kommt da ja noch was, wäre gut. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Blumen als vorher, weil ich ja mit Rose welche eingesammelt habe. Und wie ihr hier seht, halt auch durch die Gegenstände, ne? Da sind jetzt mehr drinnen natürlich als vorher. Und so wird das Spiel natürlich auch enden, so wie ich es halt quasi im Original gespielt habe. Ist für mich natürlich aber nochmal eine Chance, mit Rose mehr zu suchen. Und da vielleicht sogar mehr zu finden als bei den anderen eventuell, weil ja, ich ja jetzt weiß, wo der Wolf ist sozusagen. Und dann weiß man, was man halt sucht, wenn man es finden will. In dem Falle bei Ginger weiß ich wieder gar nicht, wo lang und wo ich das finden werde. Aber bisher haben wir das ja immer ganz gut geschafft. Ich laufe hier gerade so ein bisschen kreuz und quer irgendwie, kommt es mir vor. Da ist wieder Blume. Oh, ganz viele Blumen. Sehr schön, dann folgen wir dem Pfad mal. Ja, sieht doch ganz richtig eigentlich aus. Und wir sind gerade ganz oben. Laufen wir noch weiter.
Ja. Ginger halt. Das Bild ist auch so grisselig die ganze Zeit, keine Ahnung. Hier gehen wir so Richtung See. Und da vorne ist noch was. Ach, das ist das Klavier. Ich glaube aber nicht, dass sie damit was machen kann. Nee, das ist nicht für sie bestimmt. Blöd, dass wir immer so Sachen finden, die leider gar nicht für sie da sind. Ich laufe mal hier nach links, so ein bisschen am See entlang. Oh, da sind aber viele Blümchen noch zum Einsammeln. Die nehmen wir natürlich mit. Ist ja ganz klar, wenn wir die schon sehen. Wo bin ich gerade? Ach, da unten. Okay. So, dann nimm die mal. Ich sehe da hinten beim See auch Blumen. Wenn, oder das geht einfach nur weiter in den Wald hinein. Das weiß ich gerade nicht. Habe ich da was übersehen? Das ist der Sessel, glaube ich, nur wieder. Ja, das ist der Sessel. Voll viele Blumen, die ich sehe, sonst irgendwie nicht. Aber ist ja gut, oder? Besser so als anders. Da vorne ist noch was. Was ist das hier? Das kenne ich gar nicht. Ach doch, das ist der Einkaufswagen. Wird aber irgendwie jemand anderes auch wieder angezeigt. Es müsste die Kleine sein, die Robin. Mit Einkaufswagen. Kommt mir auch gleich irgendwie wieder so diese Interpretationsidee, dass sie als Kleine immer mitfuhr mit dem Einkaufswagen oder so. Bei Ginger habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht so richtig einen Anhaltspunkt, um was es bei ihr gehen könnte. Ah, da vorne. Ah, jetzt sind wir wieder bei der Badewanne oder was? Ach, schon wieder. Wie blöd. Ich glaube, ich muss mal mehr da lang. Hier haben wir den Friedhof, den ich in diesem Falle mit Rose schon besucht habe, aber halt ja noch nicht mit Ginger. Ein Baum auf dem Hügel, ja? Oder eher anders betont, ein Baum auf dem Hügel? Ja. Was ist jetzt hier? Da sind noch ganz viele Sterne. Es ist ein bisschen schauermäßig, dass hier so ein offenes Grab ist, aber so ist es nun mal. Ich sehe unglaublich viele Blumen. Ich weiß gar nicht, in welche Ecke ich laufen soll. Da ist auch wieder dieses Geistermädchen, was uns ja auch irgendwie immer verfolgt. Das interessiert sie anscheinend nicht. Ich werde mal nach oben gehen. Weil das Problem ist, wenn das Mädel da ist, dann kann ich immer nicht, wenn ich dann Enter drücke, dann visiert sie noch das Mädchen an. Das will ich ja gar nicht. Kannst du mit dem Baum was machen? Aha, der Baum interessiert sie. Ach, da klettert sie rauf. Das ist ja auch cool. Also cool. Man weiß ja nicht, was das bedeutet für die Kinder. Kleine Dinge bewegen sich schnell. Manchmal kannst du mich sehen. Manchmal nicht. Aber dich sehe ich immer. Last sentence in NL version only? Hm.
Ja, okay. Och, jetzt geht sie wieder auf den Baum. Ich bin ja nur, es ist immer, man kommt nur in die Nähe von den Gegenständen und schon benutzen die die automatisch. Das ist echt ein bisschen Panne. Gehst du bitte wieder runter? So. Ich wollte eigentlich nur so um die Ecke hier. Jetzt sieht sie den Baum wieder und geht da wieder. Ich hoffe nicht. So, das ist das Mädel. Das interessiert mich eigentlich auch gerade nicht. Die würde uns nur wieder rausbringen. Das wäre doof. Ist mit diesem grünen Ding noch irgendwas? Weil sonst gehe ich hier weg. Wir haben eigentlich zu wenig gefunden. Gut, dann nicht. Boah, diese Geräusche sind auch immer manchmal so gruselig. Okay. Die Karte würde ich auch ganz gerne mal wieder sehen. Das wäre auch ganz cool. So, jetzt lauf mal wieder. Ginger, lauf jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir wollen doch wissen, wie du gestorben bist. Ja, und da ist mir das Spiel irgendwie gerade wegen irgendeiner Einrastfunktion abgekackt. Also nicht das Spiel, sondern die Aufnahme. Jedenfalls dachte ich das. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Jedenfalls mache ich lieber drei Cuts mehr, als nicht zu wissen, ob es weiter aufnimmt. Ach, jetzt nerven auch noch wieder die Hunde im Hintergrund. Nicht meine, sondern Nachbarshunde. Es ist einfach ein Graus im Moment. Aber ich möchte halt wirklich, dass das Spiel auch zu Ende gespielt wird. Ich möchte sagen können mit euch, hey, war ein gutes Spiel, war ein doofes Spiel, war ein interessantes Spiel und nicht, ging nicht weiter, weil Technik. Also das finde ich halt total blöd. Und ich hoffe, ihr versteht das, dass einen das halt auch manchmal aufregt. Also, dass ich jetzt denke, Mensch, klapp einfach, funktioniere einfach so wie immer und gut ist. Aber so ist das ja. Irgendwas muss ja sein. Blumen, Blumen, Blumen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wofür die da sind. Also außer vielleicht den Weg zu kennzeichnen, kann ich mir ja keinen Reim machen, warum man so viele finden muss. Aber wie gesagt, denkt mir, das soll den Weg kennzeichnen. Und ich laufe jetzt einfach mal halt so, wie wir wahrscheinlich noch nicht gelaufen sind, in der Hoffnung, dass wir irgendwelche Gegenstände finden. Aber viel ist ja hier nicht los. So, wir könnten natürlich noch mal dieses komische Netz hier benutzen. Vielleicht ist das ja auch wieder so eine Extra-Aufgabe. Krabbel mal da durch das Netz, dann hast du es gemacht. Dann haben wir eine genau Aufgabe erledigt. So wollte ich das haben. Perfekt. Du kannst mich nicht stoppen. Ich stehe nie still. Du kannst mich nicht stoppen, ich stehe nie still. So laufe ich jetzt richtig oder laufe ich verkehrt? Ich glaube, ich bin aber von hier gekommen, ne? Ja. So, dann möchte ich da lang und ich sehe da hinten ein Häuschen oder so. Okay, sie ist also so eine Schnelle, klettert auf Bäume, macht so Fußballzeug. Nicht Fußballzeug, aber es war ja eher so ein Stacheldrahtzaun, aber vielleicht auch so weglaufen. So ein bisschen wie so eine kleine Diebin oder so. Ach, hier ist wieder dieser Platz, wo wir das letzte Mal waren. Ist der Typ ist auch noch da oder was? Nee, okay, Zeug in der Hütte. Lasst uns reingehen und entzündet das Feuer, Kameraden. Wir übernachten hier. Das ist das Beil und das Käppi von dem gruseligen Holzfäller. Macht sie jetzt das Feuer an? Also einen Mann sehe ich jetzt jedenfalls nicht. Sie ist so ein bisschen pfadfindermäßig, jugendlich, wild, so
sag ich jetzt mal so, so kommt sie mir halt vor. Vielleicht ist ihr dabei halt auch ein Fehler passiert. Sie hat nicht aufgepasst, hat sich gedacht, ach, ist doch nichts los. Macht doch nichts. Okay, sie macht das Feuer an. Ah, das ist wirklich bei den Mädchen und Frauen hier. Wir hatten ja jetzt mehrere Altersstufen schon. Aber egal wen, die sind immer so alleine und. Ja, hast du es dann? Setz dich mal hin. Das letzte Mal kam ja hier der Typ dann. Ich bin schneller als die. Ich bin schneller als die Schnellste. Fliege und flotter als ein Käfer. Ach so, ich bin schneller als die schnellste Fliege und flotter als ein Käfer. Manchmal kannst du mich sehen, manchmal nicht. Okay, ich lasse es hier einfach mal, obwohl ich nicht weiß, ob wir wieder hier länger verweilen sollen, damit es funktioniert. Gehst du mal bitte vorbei? Oh. Die Steuerung könnte mich echt aggro machen. Genau, geh mal dahin. Ist da was beim Zelt? Oh, das Ding ist, ich möchte halt jetzt auch eigentlich noch nicht den Wolf haben. Ich möchte eigentlich ja noch mehr sammeln. Was ist mit dem Zelt? Interessiert dich das vielleicht mehr? Da ist ja mal das Geistermädchen. Das irritiert mich so, dass die hier immer im Zelt ist und ja. Kapiere ich nicht. Gehen wir mal weiter. So, ich bräuchte echt die Karte wieder, damit ich so ein bisschen Ahnung habe, wo ich schon war und wo noch gar nicht. Wer der Wolf ist, was der Wolf ist, ich weiß es nicht. Hallo, lauf mal. Laufen. Was ist schon wieder passiert mit diesem Einrast-Scheiß? Ich kapiere das gar nicht, aber irgendwie passiert es immer einfach. So, wo ist die Karte jetzt? Ach so, muss ich ja eine ganz andere Richtung mal laufen. Machen wir das mal. Ein bisschen schneller hier. Boah, wir haben noch viel zu wenig Gegenstände irgendwie gefunden. Das ist komisch. Vielleicht haben wir aber auch mit den anderen einfach schon so viel immer gefunden, dass wir halt für Ginger jetzt nicht mehr so viel finden. Ja, dein Herz klopft schon vom Rennen. Ich denke, du bist so eine Wilde. Die wilde Hilde. Nee, in diesem Falle Ginger. Ach, da sind Blumen. Ach, das ist ja super. Dann sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg sogar. Aber das mit der Karte, echt, wenn die unten rechts wenigstens so ein bisschen mal immer wäre, dass man da dauerhaft drauf gucken könnte. Das wäre ja schon mal eine Hilfe. Noch eine Blume. Blume, Blumen, Blumen. Schön, aber. Da hinten sehe ich auch noch eine. Ich will aber eigentlich gerade nicht in die Richtung, sondern mehr so da lang. Und das Feuer wird mir immer noch auf dieser Zeichnung angezeigt. Vielleicht hätte ich da auch noch länger verweilen sollen. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn das mit dem Wolf oder ihrem Tod, wie auch immer, zusammenhängt, haben wir viel zu wenig gefunden. Das wäre zu früh des Guten. Da wurde jetzt ein Pfeil in die andere Richtung wieder gezeigt. Ja, ich soll eindeutig anscheinend zum Feuer wieder. Will ich aber gar nicht. Ich will halt Objekte finden. Man weiß ja auch immer nicht, ob schon alle für sie gefunden wurden, ne? Vielleicht wird mir auch jetzt nur das Feuer, also das Lagerfeuer, in dem wir gerade waren, angezeigt, weil ich es halt jetzt schon gefunden habe. Und das sozusagen die letzte Aktion ist. Keine Gegenstände mehr für Ginger. Das ist ja komisch.
Nichts mehr da? Wo sind wir denn? Oh Gott, wie laufe ich denn? Da lang wollen wir mal rennen. Ich laufe da lang und ich laufe jetzt geradeaus, geradeaus. So. Ist immer blöd, wenn man so hin und zurück am relativ ähnlichen Pfad gelaufen ist, dann findet man natürlich auch nichts Neues, weil man ja nicht sieht, dass man da schon war. Und wir haben hier keine Brotkrumen, wir haben nur Blumen, die blinken, wie kleine Sterne, die wir finden. Ist da hinten das Spinnennetz? Das hatten wir ja auch schon eine Weile nicht. In diesem Falle noch gar nicht mit Ginger. Habe ich das da gerade gesehen gehabt oder nicht? Habe ich mich vielleicht getäuscht? Hatten wir nicht sowas hier schon mal? Ja. Wir hatten doch hier mal ein Spinnennetz. Ich dachte, das hätte ich gerade gesehen. Ach, der Einkaufswagen wieder, ja. Super. Der Einkaufswagen. Schön, dass ich hier schon mal war. Ach, herrje. Wie soll das nur weitergehen hier mit Ginger? Karte bitte, Leute, Karte. Sonst habe ich echt keinen Plan, wo ich gerade bin. Also sonst laufe ich gleich echt einfach zum Lagerfeuer und scheiß drauf. Keine Ahnung. Ich kann hier nicht Stunden laufen. Oder? Soll ich Stunden laufen? Euch wäre das egal, ne? Lasst die Alexis doch laufen und laufen. Hm. 87 von 144. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Wir haben so wenig Informationen. Außer, dass sie halt so ein bisschen wild ist. Bla, bla, bla. Sportlich. Denkt, sie kann nicht gefangen werden. Ich schätze mal, es ist genau das Gegenteil passiert. Sie wurde irgendwie... Ich habe nicht mal den Pfeil oder den Stern gerade gesehen, wo ich gerade bin. Gut, laufen wir mal hier lang. Richtung Feuer gehe ich jetzt wieder. Wenn das hier unser... Sterbeort ist, dann, ja, versuche ich es einfach mal nochmal am Lagerfeuer. Obwohl ich das blöd finde. Ich glaube, ich war einfach noch nicht an so vielen guten Ecken. Jetzt geht sie nämlich auch schon wieder. Nee, geht sie gar nicht. Boah, die Karte, echt. Ich könnte mich aufregen gerade. Bin so ein bisschen unentspannt. Wo bin ich jetzt? Das war so kurz. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Punkte gesehen und weiß gar nicht so schnell, wo wir sind. Scheiß drauf. Da ist das Feuer. Ich versuch's nochmal. Wir waren ja auch noch nicht an der Hütte. Dann gehe ich da nochmal hin. Okay, Zeug in der Hütte. Lasst uns reingehen. Und entzündet das Feuer. Ja, ja. Okay, wir haben das Feuer entzündet. Dann machen wir jetzt mal das Zeug rausholen. Und ja. Wäre halt blöd, wenn es jetzt das dann schon war. Aber ihr seht ja, wie ich immer rumlaufe. Super. Sie hat das Häuschen aufgemacht. Das war vorher auch nicht so und nicht da.
Aber es wird auch ihre Schwester angezeigt oder halt das andere Mädel, was wir hier hatten. Es war doch aber Carmen. Gut, wir haben das Feuer gemacht. Oder sie macht halt einfach noch weiter das Feuer. Ich weiß auch nicht. Oh, es wird dunkel im Hintergrund. So Nacht irgendwie. War das vorher auch und es fiel mir noch nicht auf. Ich lasse sie das mal kurz weitermachen. Das letzte Mal sollte ich ja auch etwas länger sitzen bleiben mit diesem Holzfäller. Vielleicht passiert ja jetzt diesmal auch was. Der Geist oder das Geistermädchen versteckt sich ja auch schon wieder, als wäre halt eine Gefahr da. Aber es scheint sich auch nichts zu tun. Huch, was macht sie jetzt? Ich mach nichts, das macht sie alleine. Jetzt wird's wieder Tag irgendwie. Okay. Was ist jetzt? Wieso guckt die da so rein? Hallo. Wie die ihren Kopf bewegt. Wie gruselig. Ich weiß gerade nicht, was das bedeutet. Ach, jetzt umarmen die sich, dann bringt die die aber raus. Das will ich doch gar nicht. Obwohl es vielleicht nicht schlecht ist, wenn wir hier gar nicht an der richtigen Stelle sind, dann ja. Gut, sie hat sie umarmt. Das ist ja auch schon mal freundlich, aber hier können wir nichts machen. Da ist das Zelt. Ich habe keinen Plan. Gehen wir mal da vorne sonst noch mal hin. Da sind auch noch Blumen. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir wieder zurück? Habe ich irgendwas übersehen? Ich blick's gerade nicht. Also das haben wir auf jeden Fall auch noch nicht gemacht. Dann gehe ich da auch noch mal durch. Das könnte nämlich auch noch eine Aktion sein, die einem fehlt. Es sind ja immer so diese Extrasachen, die man machen soll. Aha. Guck mal, das interessiert dich doch, oder? Und da ist auch so ein Symbol. Nicht? Ich gehe da einfach mal durch hier. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Oder gar nicht? Ich finde, das sieht auch immer aus, als würden hier so Sachen auf dem Boden liegen, aber wenn ich hier so rumdrücke, dann passiert da auch nichts. Ja, ich weiß auch nicht. Folgen wir den Blumen. Es wird mir immer noch das Lagerfeuer angezeigt. Ich finde das ja auch komisch, dass sie da jetzt die Hütte aufmachen konnte. Was hat das denn? Was hat das gebracht, ne? Ich habe keine Ahnung. Da vorne ist der Friedhof schon wieder. Aber relativ wenig Objekte halt für Ginger. Weiß ich nicht, vielleicht weil wir schon so viel haben. Ja, ich befürchte, dass wir Ginger hier nicht so zu Ende schaffen in dem Part. Wo bin ich da oben? Aha. Na, da vorne könnte ich noch mal nach rechts. Ein bisschen einen Schlenker machen. Jetzt haben wir auch schon 90 Blumen. Ja. Mal gucken, ob ich mich selber zusammenreißen kann, nicht zu spoilern. Ob man beim Lagerfeuer halt noch was machen soll oder nicht. Weil es wird halt die ganze Zeit hier oben ganz schwach, wenn ihr genau hinguckt, immer oben angezeigt. Sodass ich halt da auch wieder hin soll eigentlich. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich irritiert. Ich habe auch gerade noch irgendwie ein Blümchen gesehen. Weg ist es. Ich habe keine Ahnung.
Einen Versuch mache ich jetzt noch schnell. Am Lagerfeuer. Es muss ja einen Grund geben, wieso wir hier immer hin sollen. Ich gehe noch mal zu der Hütte hier. Die ist ja auch direkt von hier, wo wir gerade kommen. Findet sie da irgendwie was drin? Bringt mir das irgendwas? Bringt es Ginger was? Dass die da jetzt. Weil es wird ja die andere angezeigt. Das ist ja immer so ein Zeichen, dass es für sie jetzt eigentlich nicht mehr von Wert ist. Feuer haben wir auch gemacht. Kannst du hier die Axt nehmen? Auch nicht. Dann setze ich mich nochmal hin. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Etwas länger. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. So, ich setze mich hin. Und beende damit dann den Part. Wenn es jetzt klappt, klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Oh, es gibt Dinge, die ich sehe, die niemand. Es gibt Dinge, die ich sehe, die niemand sieht. Okay. Was denn? Das Geistermädchen im Hintergrund. Boah, der Wald sieht mega gruselig aus, wenn das so Nacht wird und man so zwischen den Bäumen nicht weiß, ob da jemand ist oder rauskommt. Komisches Gefühl irgendwie. Aber es passiert irgendwie nichts. Tja, Leute. Dann habe ich es versucht mit Ginger, aber wir machen natürlich im nächsten Part weiter mit Ginger. Ich laufe dann erstmal weiter im Wald so lange rum, bis ich irgendwas noch finde. Und da schalte ich dann wieder zu. Und hoffe, dass mein Spiel oder was da auch immer nebenbei noch passiert, nicht mehr passiert und dass es funktioniert. Denn dann ist das mit Rose auch vielleicht nicht ganz so schlimm, obwohl ich die Gegenstände natürlich jetzt eingesammelt habe, die ich mit Rose gefunden habe. Ich zeige es euch natürlich aber gerade bewusst nicht, weil ich ja das nicht spoilern möchte. Gut, ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.